Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Es ist Februar, das Frühjahr kommt und mit dem kommenden Frühjahr kommt nicht nur die Vorfreude auf Sommer, Frühling und warme Abende am Grill, sondern es kommen auch die Neuheiten von Sinn und die sind heute am 22. Februar 2023 vorgestellt worden. Auf der Webseite verfügbar und ich mache ganz spontan ein Video, um es so schnell wie möglich mit euch zu teilen, denn es sind einige wirklich interessante Sachen dabei. Ich habe die Neuheiten einmal als Übersicht zusammengestellt auf zwei Tafeln. Zunächst einmal schauen wir uns die Sachen an, die wir so oder so ähnlich schon hatten, beziehungsweise die eine Weiterentwicklung bestehender Produktlinien bedeuten. Wir haben jetzt zwei Uhren auf der Tafel. Das ist einmal die U1 Schwarz mit einem Perlmutterziffernblatt und die U50 mit dem Dekorschliff auf dem Ziffernblatt. Umgedreht hatten wir das schon. Es gab schon die U1 mit dem Dekorschliff und es gab auch schon die U50 mit einem Perlmutterziffernblatt. Insofern ist das hier nicht 150% etwas Neues, aber so wie es hier dargestellt wird, hat es das in der Produktlinie von Sinn noch nicht gegeben. In der U1 ist das Sellita SW200-1 verbaut. Das Gehäuse ist aus dem bekannten U-Boot-Stahl, tegmentiert, schwarz-Hartstoff beschichtet, so wie man es von den schwarzen Uhren von Sinn kennt. Die Gehäuse bzw. die Uhr ist bis 1000 Meter Tauchtiefe druckfest und wasserfest, das entspricht 100 Bar. Der Drehring ist, so wie bei Sinn und den Taucheruhren üblich, unverlierbar. Der Gehäusedurchmesser hat 44 mm, Bandanschlussbreite 22. Die Uhr ist in der Mitte 14,7 mm hoch, wiegt ohne Band 113 Gramm und hat eine Garantiezeit von 2 Jahren. Das Bild blende ich euch hier nochmal ein und darunter auch den entsprechenden Preis. Ja, was halte ich jetzt von dieser Uhr? Schwarz-Hartstoff beschichtet ist immer klasse, da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Diese Uhren sind wahnsinnig robust, halten unglaublich viel aus und damit kann man nicht sehr viel verkehrt machen. Insofern rennt Sinn bei mir mit dieser Kombination tegmentiert, Hartstoff beschichtet, offene Türen ein. Ich finde sowas klasse. Was halte ich aber von dem Perlmutterziffernblatt? Um ganz ehrlich zu sein, da bin ich hin und her gerissen, obwohl ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, mehr hergerissen. Ich persönlich, aber das ist nur meine ganz persönliche Sichtweise, kann mit dem Perlmutterziffernblatt auf der U1 nicht so viel anfangen. Perlmutt ist für mich ein Werkstoff, ein Gegenstand, den ich eher mit Schmuck in Verbindung bringe, mit Perlen, mit Ohrringen, mit Ketten, vielleicht auch mit Ringen, aber nicht mit einer Toolwatch. Ich kenne das Argument, Perlmutt kommt aus dem Meer, passt also zur Taucheruhr. Ja, das kenne ich. Aber es ist nicht mein Gedankengang. Für mich passt das nicht 150% zusammen. Optisch ist es ansprechend, aber es holt mich nicht komplett ab. Anders bei der U50 DS. In der U50 DS ist das Sellita SW300-1 verbaut. Das Gehäuse ist aus U-Boot-Stahl, pergestrahlt, bis 500 Meter wasserdicht. Tegmentiert, besonders kratzfest, unverlierbarer Drehring, angenehme Größe von 41 mm, Bandanschlussbreite 20 mm, 11,2 mm hoch, Uhr ohne Band 74 Gramm, also signifikant weniger als die U1, die ja 113 gewogen hat, 2 Jahre Garantiezeit und das Blatt mit Dekorschliff. Als die U1 mit Dekorschliff kam, da war mein Gedanke ganz ähnlich wie bei dem Perlmutterziffernblatt. Sieht nett aus, aber braucht man nicht wirklich. Mittlerweile habe ich, was das betrifft, meine Meinung komplett geändert.
Ich finde den Dekorschliff grandios, weil er per Hand aufgebracht wird. Jedes Ziffernblatt ist ein Unikat und unterscheidet die persönliche Uhr von jeder anderen Uhr auf dem Markt. Und zudem finde ich die Farbkombination wahnsinnig toll. Dieses dunkle Grau, dunkle Anthrazit, die das Blatt durch den Schliff annimmt, verbunden mit dem Gehäuse, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich zeige sie euch, wie gesagt, hier nochmal. Und der Preis steht auch dabei. Also wirklich, das ist etwas, von dem ich denke, es ist eine unglaublich gelungene Kombination. Und das finde ich wirklich toll. Aber die U50 insgesamt ist mir einen Tick zu teuer. Und deshalb ist das keine Uhr, die mich so abholt, dass ich sie unbedingt haben müsste. Aber die Kombination mit dem Dekorschliff finde ich für die U50 richtig klasse. Und dann hat Sinn, und das blende ich euch jetzt auch ein, eine neue Linie entworfen. Und das ist mal soeben an mir vorbeigegangen. Ich war heute Morgen mit meiner Frau frühstücken und wir haben quasi nebenbei auf meinem Handy uns die Neuerungen angeguckt, als der Newsletter reinkam. Und mein erster Gedanke war, als ich die Uhren gesehen habe: Was ist das denn? Eine U1 mit den Zeigern der U2, mit der Lünette aus den T1 bzw. T2 Modellen. Das Grundmaterial dieser Gehäuse ist Titan, mit einer Ausnahme, zu der komme ich aber noch. Es handelt sich hierbei um die Gehäuseform der U50, aber aus rein Titan. Nach dem, was ich gehört und gelesen habe, ist das Titan Grad 5, aber nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Und die Lünette ist genommen worden mit der Mechanik der T1, T2 Modelle. Das heißt, eine Lünette, die sich nur drehen lässt, wenn man sie runterdrückt, verdreht und dann loslässt und dann ist sie wieder fest und lässt sich in keiner der beiden Richtungen verdrehen. Eine hochsichere Lünette finde ich wirklich sehr charmant und auch das Leuchtmuster der T-Modelle ist übernommen worden. Stunden- und Minutenzeiger leuchten in unterschiedlichen Farben und die Markierung auf der Drehlünette leuchtet in der gleichen Farbe wie der Minutenzeiger, sodass hier eine ganz eindeutige Referenz zur Tauchtiefe und der Tauchzeitpunkt- und Tauchdauerfestlegung gegeben ist. Welche neuen Modelle hat Sinn denn nun im Detail aufgelegt? Da haben wir zum einen, und auch hier blende ich euch natürlich die Karte nochmal ein, das Standardmodell der T50, Titan 50 mit dem Darck SW300-1 Gehäuse aus hochfestem Titan, bis 500 Meter wasserdicht, der Drehring mit Tegument-Technologie, AR-Trockenhaltetechnik, angenehmer Durchmesser von 41 mm, Bandanstoßbreite 20 mm, angenehme 12,3 mm flach, erstaunlich bei dieser großen Tauchtiefe von 500 Meter, Gewicht ohne Brand, leichte 53 Gramm und 3 Jahre Garantie. Ich finde die Uhr faszinierend. Ich mag den Drehring der T1, T2 Modelle, mochte ihn immer schon. Insbesondere auch mit dem Draufdrücken, Drehen, Arretieren finde ich klasse. Zweifarbige Zeiger finde ich mega gut. Auf dem Bild hier wird das nicht so gut deutlich auf der Sinn Homepage. Kann es deutlich besser sehen, sieht wirklich klasse aus. Eine federleichte Uhr, wunderschön zu tragen, angenehme Größe, auch für kleinere Handgelenke. Insgesamt ein wirklich richtig gelungenes Modell. Und ich denke, das wird eine ausgesprochen erfolgreiche Uhr. Während ich hier spreche, blende ich euch natürlich hier das Modell weiterhin ein mit dem entsprechenden Preis zu der Uhr. Viel interessanter als diese finde ich aber die nächste Uhr und das ist die Sinn T50 GBDR. Eine Abkürzung, die Sinn so noch nie verwendet hat und das liegt daran, dass Sinn dieses Material noch nie verwendet hat. DR steht für Drehring. Ihr kennt das von den U-Modellen SDR, schwarzer Drehring. Hier geht es aber nicht um einen schwarzen Drehring, sondern einen Drehring aus
Gold, Bronze, GB. Vor einiger Zeit erinnere ich mich an Gespräche mit Sinn, wo es hieß, Bronze ist nicht das Material für Sinn, Bronze entspricht nicht unseren Qualitätsansprüchen, Bronze altert zu schnell, bekommt zu schnell Patina, setzt Grünspan an, das wollen wir an unseren Uhren eigentlich nicht sehen. Also, was hat Sinn gemacht? Sie haben Bronze neu entwickelt für ihre Bedürfnisse. Die Bronze, die wir hier haben, ist eine sehr reine Bronze mit extrem unterdurchschnittlichen Beimischungen anderer Materialien plus zusätzlich einem Achtel Goldanteil, was dazu führt, dass diese Bronze, die Sinn verwendet, nicht nur extrem gut für Allergiker geeignet ist, sondern auch sehr viel langsamer die Patina ansetzt und sehr, sehr viel stärker korrosionsbeständig ist gegen Salzwasser. Die T50 Gold-Bronze-Drehring ist für mich persönlich der Knaller und die Entdeckung unter den Neuerscheinungen. Finde ich mega klasse. Die Daten entsprechen denen der T50 SW300, 41 mm, 12,3 mm hoch. Gewicht ist geringfügig höher mit 58 Gramm. Der Drehring als solcher ist wirklich ein Hingucker. Ich bin nicht wirklich ein Freund von goldenen Uhren, aber diese Kombination hier hat mich direkt mächtig angesprochen. Der Preis, den ich euch hier zusammen mit der Uhr einblende, ist natürlich ein fettes Statement. Aber wir haben hier das bessere Werk mit der SW300. Wir haben eine eigens entwickelte Bronzelegierung, die auch patentiert ist, die einen praktischen Nutzen hat. Wir haben hochfestes Titan. Also, ich bin hin und her gerissen, was den Preis betrifft. Für eine Dreizeigeruhr ist das ein fettes Statement. Preislich tut mir die Uhr richtig weh, aber optisch hat sie mich monstermäßig angesprochen und ist richtig was Feines aus dem Hause Sinn. Die letzte Uhr der Neuerscheinungen ist die T50 Goldbronze. Hier ist nicht nur der Drehring aus Goldbronze, sondern das gesamte Gehäuse mit Ausnahme des Bodens. Der Boden ist aus Titan gefertigt. Die Maßen, Daten, Fakten stimmen mit den anderen T50 Modellen überein, mit der Ausnahme, dass die T50 Goldbronze kein klares, durchgängig einheitlich farbiges Ziffernblatt hat, sondern dass hier das Dekorschliff Ziffernblatt verbaut wurde, was ich persönlich finde, super zu der Uhr passt, ebenso mit dem Textilarmband. Es ist mir persönlich zu viel Goldfarbe an der Uhr. Die Komposition finde ich wirklich gelungen. Wenn ich aus diesen drei Uhren eine auswählen müsste, oder ich sage es mal so, dürfte, wenn der Preis keine Rolle spielt, dann wäre es für mich die T50 GBDR. Die T50 Goldbronze ist mir zum einen deutlich zu golden, zum anderen, ihr seht das hier drüben, der Preis ist natürlich auch eine echt brutale Ansage und mit 73 Gramm ist sie auch nicht mehr wirklich so leicht wie die Titanschwestern, sondern hat in etwa das Gewicht der normalen U50 bekommen. Ja, das sind die Neuerscheinungen. Für mich waren etliche richtige Überraschungen dabei. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.